Hallo meine lieben Nagerfreunde, in diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr eine Gehegereinigung durchführt, zumindest also eigentlich, was man alles im Gehege sauber macht und was eben nicht. So, ganz wichtig ist das Sandbad. Das hier ist noch ganz frisch, da wühlt er sich nur ein bisschen, er macht keine Pipi im Sandbad oder so. Das ist ganz gut, deswegen muss ich das nicht wechseln. Dann ist hier aber seine Toilettenecke. Und wie ihr seht, da schläft er auch. Zumindest hat er hier ein bisschen Taschentücher reingemacht. Hier ist sein Essensvorrat. Und hier in diesem Klo ist halt auch seine Pipi. Und das nehmen wir einfach raus. Birkchen ist ja gerade im Laufrad. So, und da seht ihr mal, was ein Hamster alles so lagert. Also hier Toilettenpapier, solche, keine Ahnung, wo er das her hat. Und dann halt sein Fressen, daneben seine Kacke. So sind die Hamster halt. Und das landet immer alles daneben. Hier ist noch so ein Hamsterkeks. Nee, das ist von so einer, Knabberrolle oder Knabberstange von JR Farm. Kein Hamsterkeks. Ja, und das kommt einfach erstmal in die Tüte. So, ich habe neues Sand in sein Klo gemacht. Dieses Klo ist übrigens von JR Farm, von Rodi Pet meine ich. Und ist halt die XXL Ecktoilette und sollte wirklich eigentlich jeder Goldhamster haben, damit er sich an dieses Klo gewöhnt. Dann haben wir natürlich hier noch ein bisschen Dreck und ich nehme ihn einfach mit der Hand raus. Ich wasche dann nachher meine Hände und den nehmen wir einfach, wie gesagt, raus, damit da einfach nicht so viel stinkt. So, der guckt da jetzt. Ihr greift da mal am Laufrad. So. Ja, und jetzt tun wir einfach sein Klo hier wieder rein. Da kriegt ihr halt noch sein Dingens, kann er behalten. Das kann er auch behalten. Kriegt noch ein bisschen Streu hier rein. Und dann wird das wieder zugemacht. So. Ja, dann gucken wir uns mal die anderen Sachen hier an. Die ist noch recht sauber, die Kammer. Die kann also so bleiben. Das Wasser müsste ich halt mal wieder wechseln. Das mache ich nachher. Und auch diese Kammer ist recht sauber. Da hat er ein bisschen hingepinkelt. Oh ne, da hat er richtig hingepinkelt, wie ihr seht. Gut. Haben wir wieder eine neue Pipi-Ecke von Wölkchen gefunden. Da sammelt sich das ganze Streu. So ein bisschen war das zumindest. Gut. Aber sonst ist alles sauber. Riecht ganz normal wie so ein Hamsterklo. Eben riecht. Und kommt dann hier auch wieder zu. So. Ist hier wieder hin. Und das war's auch. Mehr muss man wirklich nicht sauber machen. Jetzt könnten wir noch das Laufrad reinigen. Das mache ich aber mal in einem separaten Video. Wie man so ein Rodi-Pet Wollenwiel oder Wurstwiel reinigt. Ihr seht, das ist halt wirklich schon dreckig. Ich reinige meine Laufräder immer einmal die Woche. Aber ansonsten muss man wirklich nichts im Hamstergehege sauber machen. Also keine Einstreuwechsel, sozusagen keine Komplettreinigungen. Denn das ist für den Hamster wirklich sehr, sehr stressig, immer wieder alles neu zu markieren. Und immer alles sofort neu zu entdecken. Er muss jetzt erstmal gucken, was alles in seinem Klo sauber gemacht wurde, oder? Mein süßes Wölkchen? Ja. Und deswegen sollte man wirklich keine Komplettreinigung machen, denn Hamster orientieren sich an ihrem Geruchssinn, an ihren Markierungen. Und wenn man das immer wieder wegmacht, ist es einfach sehr, sehr stressig. Das ist wie das Gleiche, wenn
jemand immer euer Zimmer umräumt einmal die Woche und ihr habt kein Mitspracherecht und es wird einfach umgeräumt und grundsaniert, was auch immer, das ist für euch doch auch irgendwann nervig. Deswegen, es ist nicht nötig, eine Komplettreinigung zu machen. Hamster sind sehr reinliche Tiere. Ihr seht ja, Wölkchen hat da seine Pipi-Ecken und der Rest hier stinkt nicht. Ist halt einfach nur normales Streu und mal so ein bisschen die obere Schicht könnte man mal wegnehmen. Muss man aber auch nicht. Na, Wölkchen? Wir müssen dich gleich wieder mal sauber machen hier. Die hängt da schon wieder Zipfel ran. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr wisst jetzt, wie man das Hamstergehege richtig reinigt. Wie gesagt, es ist nicht nötig, eine Komplettreinigung zu machen. Ich empfehle es oft nicht. Es ist nur nötig, wenn der Hamster Parasiten hatte oder krank war, dann sollte man eine Komplettreinigung machen. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Thema habt, stellt sie einfach in den Kommentaren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, eure Bibi.